Und damit begrüße ich euch, Leute, zurück zu Assassin's Creed. So, wir sind in Athen angekommen und man sieht schon, es ist alles grau. Ich glaube, es sind Krankheiten ausgebrochen. Irgendwas ist hier passiert, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Und was hier passiert ist, wollen wir doch jetzt herausfinden. Damit sprechen wir jetzt mit Aspasia. Und dann schauen wir mal, was er uns denn so erzählt. Von den Göttern verlassen, sprich mit Aspasia in Athen. Genau das machen wir jetzt, Leute. So, dann schauen wir doch mal. Leute, wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. So, da haben wir Quests. Okay, die machen wir später. Machen wir mal, würde ich sagen, die Hauptquest weiter. Alles sehr, sehr grau hier. Ist irgendwas ist hier passiert. Kranke Leute liegen überall rum. Tote Ziegen. Ich glaube, es ist irgendwie eine Epidemie oder sowas ausgebrochen. Cassandra, du bist zurück. Muss los, tut mir leid. Warte, wohin? Ich bin bald zurück. Wir sehen uns bei Aspasia. Manchmal glaube ich, du bist mir viel zu ähnlich. Freunde, ich weiß, ihr seid zornig. Und ihr habt jedes Recht dazu. Okay, dann auf geht's zu Aspasia oder Aspasia. Wie ihr wollt, Leute. Die Ladezeiten sind episch. Aspasia. Oh, Cassandra. Du bist zurück in Athen. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Es ist so laut wie auf einem Schlachtfeld da draußen. Und so brutal. Sie fordern Perikles Kopf. Als ob er wissen müsste, wie man dieser Katastrophe begegnet. Niemand ist auf das Ende der Welt vorbereitet. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihren Namen, ihr Schiff. Cassandra, jetzt ist nicht die Zeit. Perikles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Ich kam nur deshalb zurück nach Athen, um mit dir über Myrine zu sprechen. Deine Mutter wird auch morgen noch leben. Mein Liebster wird keinen Sonnenaufgang mehr sehen. Ihr habt viele Nächte gemeinsam verbracht. Ich verbrachte meine allein. Oh. Perikles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Einverstanden. Hey, dass wir mit meiner Mutter mal hier das machen können. Wo ist denn der? Ist der oben? Schauen wir mal hoch. Wie ging sie nochmal hoch? Aber ich glaube, hier hinten glaube ich, war eine Treppe. Na, hier geht's raus. Und was hier drin? Ja, wir hätten auch hochsteigen können, ich weiß. Ich sagte doch. Ich bin's, Cassandra. Ja, tritt ein. Tritt ein, bring Glück herein. Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Du siehst so gesund aus wie immer. Sag das Aspasia, dann wäre sie auch nicht so besorgt. Ich bring dir Medizin. Ah, ja.
Meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Cleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja. Ja. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Vieles hat sich verändert. Ich kann mich nicht mal gerade halten, um dem Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich. Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Nein, hast du nicht. Es ist nett, aber falsch. Aspasia muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athena genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Ich sollte dort auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Cleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Cleon mich nicht so sieht. Doch für mehr kann ich ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Die Götter sind ganz sicher nicht in Athen. Ich erkenne die Stadt kaum wieder. Sie sieht aus wie der Tartaros. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon mein größtes Vermächtnis an Athen. Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Cassandra. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut. Okay. Dann schauen wir nochmal zu ihr. Perikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurückerwartet. Ich sah sie in der Menge draußen. Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen. Bestimmt ist alles in Ordnung. Wenn wir sie suchen müssen. Was passiert? Es grassiert eine Seuche. Du weißt, was los ist. Sie ist noch ein Kind. Zoll ihr den Respekt, den sie verdient. Sie ist kämpferischer, als ich es in ihrem Alter war. Ich sagte Perikles, dass der Kult in Athen ist. Es ist zu gefährlich. Der Kult? Ich dachte, da spreche die Krankheit aus ihm. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Cheres. Okay. Im Südosten von Großathen. Dann schauen wir doch mal auf die Karte. So. Südosten hier irgendwo. Liegt östlich eines Theaters. Das könnte das Theater sein, oder? Also muss... Ne, hier ist das Theater. Also denke ich mal, dass es hier irgendwo ist. Dann schauen wir doch mal, vielleicht ob wir es der finden. Nicht verfügbar? What? Das Gebiet nicht verfügbar. Ja, das hier nicht, ja. Aber das hier hinten schon. Das habe ich noch nie gesehen. Dass ein Gebiet nicht verfügbar ist. Okay. Hier passen die Wachen sicher gut auf.
Alles so grau. Mal richtig. Das ist der richtige Ort. Haben wir richtig gefunden sogar. Okay, so schwer ist es ja. Ich finde, ich spiele hier auf dem Modus, den Erkundungsmodus, und ich finde, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Ich hab mir das echt schwerer vorgestellt. Und ich muss sagen, dass ich ihn so spiele, weil sonst wäre immer gleich alles offengelegt, wo man hin muss. So kann man doch noch ein bisschen wenigstens rätseln oder erkunden. Nennt, wie ihr das wollt. Oh, hier ist eine Kiste. Stufe 30. Cool. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Finde Fiobe. Ach du Scheiße. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Vimus muss eine Drohung wahrgemacht haben. Okay. Von den Wachen des Hauses. Oh. Da geht's also schon ab da drin, ne? Phoebe! Nein! Hey! Halt! Keine Bewegung! Komm schon, fight! Phoebe! Oh nein! So sieht's aus, Digga. Oh nee, oder? Nö. Ella. Erde. Mutter von allem. Ich grüße dich. Scheiße. Cassandra, geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Pericles finden. Er wird vermisst. Das ist mir scheißegal. Sag mir, wo Aspasia ist. Cassandra. Es tut mir leid, Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Pericles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit dir. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. Alter Schwede. Okay. Athens letzte Hoffnung. Wir müssen da hoch. Wenn die blöde Aspasia sie gehen lassen hat.
Oh, ich glaube, dass sie ziemlich sauer jetzt ist. Da bist du ja, Cassandra. Beeilung! Perikles könnte da drin sein. Was ist endlich gefahren? Was machen wir denn jetzt? Du bist schuld, der Kult hat Fiobe umgebracht. Ja, komm. Phoebe ist tot. Sie ist tot, weil du sie geschickt hast, um deine Arbeit zu tun. Nein, ich... Das stimmt nicht. Phoebe wollte es so. Sie sagte, sie käme schon klar. Und du glaubst einem Kind? Du kennst Phoebe. Sie hätte ein Nein als Antwort nicht akzeptiert. Es lag nicht in meiner Hand. Nicht in deiner Hand? Du schicktest sie fort. Du hättest sie beschützen können. Worum ich sie bat, war nötig, um Perikles zu schützen. Das hat sie doch sie lebte dafür, anderen zu helfen, Cassandra. Sie lebte, um dir zu helfen. Es ist eine Tragödie. Sie sollte hier sein. Natürlich sollte sie das. Aber du kennst den Preis für dieses Leben. Ich schon. Aber Phoebe auch. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Perikles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Perikles... Da. Los! Ich werde alles zerstören, was du je erschaffen hast. Athen gehört mir. Perikles! Komm mir nicht in die Quere. Penner. Penner, Volk. Alles ist verloren. Er war ein großer Mann. Vielleicht größer, als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen mein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Niemals. Krasse Wendung jetzt gerade im Spiel. Komm mal dorthin. Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir, zur Sicherheit. Leon hat befohlen, dass niemand Athen verlässt. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen. Ich gehe nicht. Geh!
Lass sie nicht fliehen! Zieh deine Waffe! Kommt hierher! Du musst mich mehr anstrengen! Die Luft ist rein. Gehen wir. Wir werden hier bleiben, Cassandra. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athena in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Die Stadt wurde übernommen. Das ist nicht mehr das Athen, das ihr kanntet. Und deshalb muss ich bleiben. Für einen Neuanfang. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen, ihr beide. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Cassandra. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Okay. Schauen wir doch mal, wo uns unsere Reise hin verschlägt. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles. Und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Ich tat, was ich konnte, um die Menschen zu beschützen. Niemand sagt etwas anderes, Cassandra. Der Kult des Kosmos hatte einfach einen Plan, den wir zu spät erkannten. Sie schlugen im richtigen Moment zu. Und wegen Phöbe? Nein, mit Verlaub. Dafür bin nur ich verantwortlich. Ich hätte sie in meiner Nähe behalten sollen. Das war mein Fehler. Nein, ich wollte mich entschuldigen. Es war nicht deine Schuld. Tut mir leid. Nur ein weiterer Mord im Namen des Kults. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix. Okay. Fahren wir nach Naxos. Oh, die Ladezeiten sind echt. Oh.
Klar, mein. Er hat das komplette Gebiet dann immer geladen, das ist schon krass. Also man kann durch die Gebiete dann schon komplett zu Fuß durchgehen. Okay, dann schauen wir doch mal. Also, ich konnte gar nicht drücken. Wir müssen nach Naxos. Artefakt, okay, hier müssen wir noch einen Kultisten erlegen. Triff dich auf Naxos mit Myrina. Das ist unsere Mutter. Knapp 6 Kilometer. Diesen Vulkan? Er ist ja nicht zu übersehen. Schauen wir doch mal. Haben wir auf der Fahrt dorthin vielleicht irgendwo... Hier hätten wir noch ein Ding. Schmiede des Pastios. Da könnte man eigentlich auch noch schnell hingehen. Wo ist denn das jetzt? Dort unten. Und wir haben hier oben irgendwo einen Kultisten. Hier oben war irgendwo einer. Ewig weiter Weg, hä? Krass. Okay, ich würde sagen, wir holen uns auch schnell hier den Aussichtspunkt. Bezahlen schon die Kopfgelder noch. Und ist deswegen schon mal weg. An seinem Grund liegt ein Eingang in die Unteren. Man betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Heldenmut. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelte ihn zu Asche, bevor er auch nur halb unten war. Gehen wir schnell rüber. Dann können wir das jetzt gleich mitnehmen. Oh, da wird es wieder Schiffsschlachten geben ohne Ende. Ich sehe es kommen. Sieht aus wie so eine Vulkaninsel hier. So, sieht aus wie ein Vulkan. Das ist doch ein, oder? Der Boden raucht. Schmiede des Hephaistos. Warum Schmiede? Kann man hier irgendwas was machen oder was? Waffen herstellen oder sowas? Warum gibt es hier einen Schnellreisepunkt? Das ist auch komisch. Synchronisationen. Mal da runter. What the fuck? Okay. Bei den Göttern ist es heiß hier. Geil. Hephaistos scheint hungrig zu sein. Ich frage mich, ob das am Krieg liegt. Wir kommen darüber. Okay. Ja!
Hier geht's nochmal runter. Baby bitch. Nichts zu sein. Soll noch irgendwo ein Schatz sein? Ein Schatz noch. Hier müssen wir den einen gekillt haben. Genau. Ah, hier sind wir hochgekommen. Hier sind wir hochgekommen. Oder sind wir hier hoch? Hier sind wir hochgekommen. Okay, hier waren wir ja schon. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Hier geht's bloß wieder raus, also. Hier wird kein Schatz sein. Irgendwo muss er ja sein. Hier nochmal. Hier sind wir vorher lang gegangen. Hier verlierst du echt die Orientierung hier drin. Hier wäre noch eine Tür. Hier geht es nicht weiter. Haben wir den schon übersehen, den Schatz, Leute?
schaue ich hier nochmal. Den haben wir gelootet. Mage. Da oben war doch auch nichts mehr, oder? Ich schau nochmal hoch. Ah, da waren auch sogar ein Rätsel. Okay. Definitiv nichts mehr. Den haben wir. Ne, da müssen wir nochmal schauen jetzt. Aber hier ist doch nichts mehr. Da muss in der Hülle noch was sein, wahrscheinlich ganz am Schluss. Ein Schatz fehlt uns noch. Dann muss er hier irgendwo sein. Hier geht sie mir schon wieder raus. Ist hier oben vielleicht noch was? Nee. Ich weiß nicht, wo die Schatzkiste ist. Oben so ein Brocken. Das regt mir auf, wenn ich die Schatzkiste nicht finde. Schauen wir mal, vielleicht liegt hier noch was rum. Nee, hier liegt nichts mehr. Okay, dann müssen wir die Icarus machen. Meter, das ist da hinten irgendwo. Sorry Leute, aber ich will halt die Schatzkiste noch haben, da ich das Gebiet auch abgeschlossen habe. Das muss hier irgendwo sein. Aber wo? Unter uns irgendwo. Muss irgendwo unter uns sein. Wie komme ich denn da hin? Hier irgendwo muss es sein. Hä? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Noch ein Weg? Ist doch aber nix. Dann gibt's. Da muss es bei der Lava noch irgendwie einen Weg geben. Wie wir da hinkommen.
Oh mein Gott, ihr werdet schon denken, oh, die sehen es nicht. Nee, ich sehe es nicht. Hier ist doch nichts. Hier geht's doch aber auch nicht weiter. Ah. Oder nee. Was ist denn da hinten noch? Hier geht's weiter noch, oder? Bin von da hinten gekommen. Okay, hier waren wir denn noch nicht. Sehr schön. Ja, wieder eine Crap, das war mir klar, weil das Gebiet ist halt abgeschlossen. Mir war das wichtig, dass das hier abgeschlossen ist. Okay, haben wir die Karte hier? Ich habe jetzt hier eh nichts mehr zu erledigen. Das heißt, wir könnten eigentlich gleich zum Schiff zurückreisen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Wollen wir dann nicht mehr rausgehen? Gut, ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Ich sehe schon, es sind schon wieder 45 Minuten knapp. Und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann werden wir nämlich wahrscheinlich viele Seeschlachten machen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Gib den Kurs vor, Kapitän! Jo, das machen wir gleich. Und jo, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Nee, das brauchen wir nicht. Genau. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao. Euer Andi.